Hallo liebe Tamiya-Fans, hallo liebe Tamiko-Freunde. Wir haben was Neues für euch. Tourenwagenzeit bei Tamiya und diesmal keine Wiederauflage, sondern was ganz Neues. Der Audi V8 Touring aus der 91er Meisterschaft. Schauen wir uns das Ding mal an. Bekanntes TT02 Chassis, wir sind froh, dass er auf dem TT02 ist. Wünschen sich viele. Kein TT01, sondern das etwas modernere TT02. Schauen wir mal rein. Anleitung für die Karosserie. Übrigens kann ich gleich sagen, es wird auch ein separates Karosserieset geben für dieses Auto. Werden wir auch bald haben. Ich hoffe, es ist bald lieferbar. Kommt also auf jeden Fall komplettes Karosset mit Deckhals und allen Anbauteilen. TBLE 02S Fahrtregler, bekannt von fast jedem Tamiya-Kit. So, jetzt schauen wir uns mal die Karosserie an. Fällt gleich auf, dass die Radausschnitte vorgestanzt sind. Das ist sehr schön. Erleichtert das Ausschneiden der Karosserie, hat man nur noch wenige gerade Kanten. Also auch für den Einsteiger leicht zu bewerkstelligen. Richtiger Klotz aus den 90ern, ein klassischer Audi. Sehr schön. Voll nachgebildet von Tamiya, wie wir das kennen. Vorgebohrt für TT01 und TT02 Chassis. Und hier fallen einem gleich die Lichteinsätze ins Auge. Aus Lexan vorbereitet. Zwei LEDs für vorne. Abblendlicht, Fernlicht. Und auch vier LEDs bestückbar für die Hecklichter. Sehr schön. Wunderbar. Muss man dann mit PS48 lackieren. Gibt einen Aluminium-Effekt. Sieht ganz toll aus. Slickreifen, Standard 26 mm. Was auch toll ist, dass Tamiya hier die beiden Felgen. Die zweiteiligen Felgen, die alten Felgen verwendet aus der alten Tourenwagenzeit von TA01 und TA02. Sehen richtig schön scalig aus, also keine einteiligen, einfachen Felgen. Wertet das Auto richtig auf, sehr schön. Ziemlich großer Bumper, weil hier nach vorne ist viel Platz, dass das Auto schön Aufprallschutz hat. Chassiswanne, Aktschenkel, Abdeckungen fürs Getriebe, Querlenker vorn und hinten, Radachsen, Hauptantriebswelle, Motorhalterung, sonstige Kleinteile, Batteriehalter, Spiegel für den Audi, tolle Rennspiegel, sehr schön. Schwarzes Antennenröhrchen, nicht klar, auch wenn es heute kaum jemand braucht. Kleinteilebeutel, Torque-Tuned-Motor ist auch schon mit enthalten im Bausatz. Ansonsten üblich wie jeder TT02-Bausatz, hier gibt es keine Überraschungen. Sicherheitshinweise, TT02-Bauanleitung Standard. So, und dann noch der recht umfangreiche Aufkleberbogen. Wenn man sich da ein bisschen reinhängt, kann man was richtig Tolles aus diesem Modell machen. Scheibenabkleber natürlich auch für die Rücklichter und für die Frontscheinwerfer, wenn man die Lichteinsätze verbauen will. Ganz toll, Audi-Dekor. Wunderbares Auto. Schauen wir mal ins Manual für die Karosserie. Zum Lackieren braucht ihr nur Weiß und Schwarz. Alles andere wird am Deckalbogen verwendet. Und für die Lichteinsätze eben, wie angesprochen, schon PS 48. Wie ihr wisst, fürs TT02 gibt es natürlich jede Menge Tuning-Teile. Findet ihr alles bei uns im Shop. Das Wichtigste sind natürlich Kugellager, Öldruckstoßdämpfer. Wenn man hier ein bisschen Rennen fahren will, sollte das schon mit drin sein. Und ansonsten
wie es jedem gefällt und was er mag und je nach Motorisierung. So. Dann viel Spaß mit dem neuen Audi V8. Ab sofort bei uns im Shop erhältlich. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.